Ein Schüler, der statt mit Hunden lieber mit Vogelspinnen spielt, ein 15-Jähriger, der einen Roboter erfindet. Das ist Jugendforscht. Die Besten der Besten aus Bayern stellen seit heute ihre guten Erfindungen im Deutschen Museum in München vor. Mehr von Janina Breitling und Susanna Köpf. Anstrengend ist, hat Frederik Ebert aus München diesen Roboter entwickelt. Schwere Wasserkisten schleppen, das war einmal. Man kann das eigentlich bei jeder Art von körperlichen Arbeiten einsetzen. Ich habe schon von Firmen Vorschläge bekommen, es auf dem Flughafen einzusetzen, um Koffer zu tragen, im Baugewerbe, zum Beispiel bei Maurern, die Ziegelsteine hochheben müssen. Sogar ein Patent hat Frederik schon auf seinen Roboter. Respekt, sowas gibt es wirklich nur bei Jugend forscht. Das ist unsere Jugend in Bayern.